Und Epic, willst du mal den Block unter uns Ich kann ihn abbauen? abbauen. Moment mal. Und wir bekommen Holz! Holz! Cool! Und Moment mal, wenn ich ihn abbaue, bekommen wir auch Holz. Und noch mehr Holz. Und jetzt können wir hier schon alles ein bisschen vergrößern. Denn Leute, wir spielen Minecraft Skyblock mit den vier Elementen. Das bedeutet, wir haben hier eine Wasserinsel, eine Luftinsel, eine Erdeinsel und eine Feuerinsel. Und auf den Inseln befinden sich Elementdrachen, die wir wegschnetzeln können, was Das super cool cool. wird. Und ich glaube, diese können wir dann sogar als kleine Haustiere besitzen. Das schauen wir Das uns dann mal an. süß. Schau mal. Ansonsten Bis gleich beim haben wir nächsten rechts den Level. Score, genau. Das heißt, wir konnten jetzt 10-mal Holz Wow. absammeln. Und ich glaube, das nächste Mal ist es bis 50. Haben wir jetzt so Erdesachen? Ja. Ah, Und guck oh, mal. Cobblestone. Cobblestone. Oh, Ein Häschen. Okay, warte Kaninchen. mal, Epic. Da würde ich sagen, wir gucken erstmal. Ich habe auch eine Spitzhacke bekommen, dass wir das Holz erstmal nicht komplett benutzt. Oder doch? Wollen wir erstmal hier komplett alles. Oh Oh, das nein! Kaninchen. Ja, wir können ja erstmal ein bisschen Platz machen insgesamt. Denkst du hier diese Phasen? Also wahrscheinlich, wenn wir jetzt dann rechts den Score auf 50 haben, Oh, wir werden haben wir wieder was weitere Sachen Neues. bekommen, wie Erz oder sowas. Denkst du, dass es auch an die Elemente gekoppelt könnte sein? Oh, das Erde stimmt. ist. Holz ist ja auch ein Erdelement, würde ich mal sagen. Ja. Eine Ja. coole Eine Kiste. Ist da was Kiste. drin? Was ist Gravel. da los? Hey. Nicht die Eine Kuh gesunde. wegschnetzeln. Ja. Und ich würde sagen, wir gucken uns dann natürlich auch erstmal eine Elementinsel Ich guck an. mal Elemente. Epic. Wo wollen wir zuerst hin? Vielleicht zur Erde? Zur Erde? Also hierhin? Ja. Ja, ist auch die unschönste Insel irgendwie. Da würde ich sagen, wir gucken mal, dass wir uns dann in die Richtung schon mal so ein bisschen weiter erweitern. Und ich guck mal, dass ich trotzdem hier das so ein bisschen vergrößere. Wir könnten uns mit Lava und Wasser natürlich auch einen Cobblestone Generator machen. Die Stimmt. Frage ist, wollen wir das? Ich glaube, es ist sinnvoller, die Blöcke in der Mitte abzubauen, da wir dann Ja. natürlich immer was bekommen und auch immer Hast bessere Sachen recht. bekommen. Hast recht. Hast recht. Okay, ja, ich mache hier auf jeden Fall das komplett un. Oh, wir haben was Gutes. Wir haben die ersten Saplings bekommen. Oh, das ist sehr gut. Hallo, Schweini, kannst du ein bisschen Abstand halten? Da würde ich sagen, wir gucken mal, dass wir uns so eine kleine Baumfarm machen mit der ganzen Erde, die wir bekommen. Noch mehr Saplings. Also, die gönnen hier auf jeden Fall mit den Kisten. Das ist angenehm. Und noch 3, 2, 1 und. Und? Cool, Oh, war das wir haben akkulisch? mehr Blöcke und Mobs. Und ich glaube, wir Oh. haben schon Kohle gehabt, wenn ich ehrlich bin. Ja. Okay, ich habe auf jeden Fall ein bisschen etwas, womit ich hier mir eine kleine Baumfarm machen kann. Dark Oak Sapling. Wir gucken mal, dass wir eher welche benutzen, wo wir nur einen Sapling benötigen. Hast du viel Erde? Ich Ich habe habe keine auf. einzige Ich Erde, ich habe habe viel Holz. Erde. Was ist denn der gute Abstand da nochmal gewesen? So Ich bin 3, 4. hinterhergefallen! Oh. Hallo, was Und da jetzt hast los? du deine Sachen verloren? Ja. Nein. Ich bin einfach nach unten gefallen. Okay, vielleicht sollten wir alles in die Kisten ein Immer bisschen kein Abstand. einsortieren. Ja, das Okay, stimmt, das guck stimmt, das mal. stimmt. Ich mache hier auch Natürlich mal anders. Lava und Erde. Lava und Erde. Lava und Wasser hin. Okay, so. Und Bone-Meal oder sowas wäre ganz cool. Aber ich Stimmt. glaube, das wird erstmal nix hier. Und noch 5. Ja. Und vier Blöcke noch. Warum Zwei sind nur Kisten. Aber wir haben Kisten? nochmal Wasser und Lava drin. Okay. Also, ich glaube, alles sagt uns eigentlich, wir sollen Cobblestone Generator bauen, wenn ich Ja. ehrlich bin. Drei. Und Oh nein, eins. Cobblestone. Yay! Wow. Haben wir. Oh, Denkst mehr du irgend. Erze. Ah, so eine verzauberte Spitzhacke wäre auch schon echt Oh, das fresh, muss ich stimmt. sagen. Bekommen wir jetzt schon Diamanten? Wahrscheinlich noch nicht, glaube ich, oder? Oder vielleicht Nee. schon. Ich will nicht ganz. Oh, Skelett! Au, Oh, guck, dass du au, Baumwolle bekommst. au, au. Ja. Oh, ich Also hier ein ist Blut geschubst. bisschen. Okay. Auf jeden Fall wäre es auch gut, wenn wir irgendwann die verschiedensten Werkzeuge haben, um einfach schneller Holz abzubauen, als immer Ja, mit der das stimmt. Spitzhacke. Und die Tiere nerven ganz schön, muss ich sagen. Also, vielleicht können wir auch Oh! anfangen. Oh. Ja, Oh. der handelt nicht mal was. Super. Doch, aber nichts Gutes. Ach so, bei mir hat er nichts gehandelt. Oh, jetzt handelt er erst recht nichts mehr. Und wir haben uns auf jeden Fall etwas ausgerüstet mit einem eisernen Ja, Schwert. ich lasse das Ja. Eis noch lieber hier hinten liegen, bevor ich Ah, hier weggeschnitten das ist gar werde. kein Drache. Hey, das ist ein Golem.
Oh, okay. Ich glaube, es gibt aber irgendwo einen Drachen. So viel kann ich zumindest schon mal verraten. Und wenn nicht, dann streichen wir einfach das, was ich am Anfang gesagt habe. Denkst du, wir überleben das? Der, hoffentlich schmeißt der nicht mit. Oh, der schmeißt mit. Da? Warte mal. Ich bin runtergefallen. Nein. Oh, Epic. Nein. Das ist eine ganz schlechte Idee. Wir brauchen Eisenausrüstung. Oh, diese Bäume, die explodieren und machen Damage. Okay, ich kann ihm ein bisschen Damage machen, aber ich habe auch nicht so viel zu essen mit. Also generell ich war kann das... ihn Lava stopfen. Ja, wollen wir Lava hinterziehen? Ja, ich hab's dabei. Ich habe auch Lava dabei. Oh, denkst du, gut. Das ist eine gute Idee? Ja, ja. Okay, ich mach mal. Oh nee, da kommt er. Damage? Ja, nee, also ich bin noch nicht so weit. Ich hab's mal hingeplatziert. Oh, ja, er brennt. Er bekommt kein Damage. Nein, er bekommt kein Lava-Damage. Ah. Oh nee, das Ding ist halt, ich glaube, er regeneriert auch. Oh, tatsächlich, stimmt. Okay, aber nicht wirklich viel. Ich werde sowas von weg schnitzen. Was ist da los? Oh, das ist ja jetzt deine nicht Sachen so liegen gut. Jetzt hier, Katja. Ja. Oh, er wirft wieder Sachen. Also ich sag mal so, ich sehe jetzt uns da nicht so wirklich gewinnen, ne? Hilfe! Also er kriegt meine ganzen Fall Sachen liegen da. Ah, der dreht sich. Oh, warum sind die denn so stark? Ich bin mir echt also nicht ganz sicher. Also das ist ja heftig. Okay. Das stimmt. Oh, oh. Ja, also vor allem, das ist der erste. Wir haben noch drei andere. Ja, die sind wahrscheinlich alle so stark. Ich mache dem auch gar keinen, also so wirklich sehr wenig Damage. Ja. Richtig, richtig wenig Damage. Ich habe ihn schon weggeschätzt. Also die Lava hilft auf jeden Fall schon sehr. Ja, ich schlage halt einfach die ganze Zeit auf ihn drauf, ne? Also ich weiß auch nicht ganz, wo ich ihn erwischen muss. Also vielleicht mache ich irgendwo. Oh, ich habe ein halbes Herz. Ich habe ein halbes Herz. Ja, also so richtig gut sind wir nicht. Vielleicht bräuchten wir ein Erdschwert oder sowas. Oh, vielleicht bekommen wir was von ihm. Ich mache ihm wirklich kaum Damage. Oh nee. Das klappt ja wirklich nicht gut. Wir haben ihn bald mal. Ja, hoffen wir es. Ja, ja, oh, das sind wieder explodierende Bäume. Ich hatte Abstand. Oh nee, die sind überall. Ich komme. Oh nein. Aber ich komme jetzt auch mal wieder. Also der ist ja auch, der hat ja auch eine Faust. Ist ja unfassbar. Guck, wir haben es gleich geschafft, Ja, ja, ich helfe dir, Okay. Oh, Abstand halten. Ja. Und ich habe ein Herz. Er wurde weggeschnitzelt. Und jetzt liegt er da. Also ich weiß. Cool, nee, warte, nein, die Lava soll ganz schnell weg. Guck mal, der ist süß und klein. Oh. Ich kann ihn zähmen. Wie süß. Oh, es brennt hier. Warte mal. Warte, ich lösche mal alles. Du kannst dir auch einen holen. Guck mal. Oh, wie süß das denn? Er hat Damage bekommen und wurde weggeschnetzelt. Ah, wir können nur einen haben. Dann kannst du ihn haben, wenn du möchtest. Wir brauchen Cobblestone, um ihn, dass er uns folgt. Ach so. Hier kannst du abbauen, hier hinten. Warte. Generell können wir uns von hier ein bisschen was snacken, muss ich sagen. Ich habe keine Spitzhacke mehr. Lass uns mal hier ganz viel klauen und dann wieder zurück zu uns. Ja. Aber Eisen gibt es da wahrscheinlich nicht. Das müssen wir uns schon da vorne holen. So, also ich habe auf jeden Fall ein bisschen Cobblestone. Und wie süß er ist. Komm mit, mein kleiner Cobblestone-Golem. Der fällt doch zu 1 Million% runter. Denkst du, der beschützt mich jetzt? Willst du mich mal angreifen? Oh, der macht sich alle! Wirklich? Cool! Aufhören! Ha, der geht dich mit Steinen abwerfen. Ja, wirklich? Na gut, als nächstes geht's zum Luftinselchen. Oh, da vorne, die, ja, das ist sehr gut. Ich muss hier mal kurz vorbei, Monsieur. Okay, also wir sind auf jeden Fall ein bisschen besser ausgerüstet. Ich habe nochmal mein komplettes Inventar sortiert. Und mittlerweile bekommen wir hier auch tatsächlich Diamanten. Wir hatten mal einen... Vielleicht bin ich dann mal zwischendrin runtergefallen, aber ich würde sagen, du hast dich ja hingebaut, deshalb, es geht rüber zur Luftinsel und das nächste Element. Und dein Golem hilft beherbergt dir. Einfach wirklich einen Drachen. Den will ich als Haustier. Oh, stimmt, du kannst sie dann auch einnehmen. Ein Element. Ich meine Damage. Wie machst du dem Damage? Und Bogen? Ah, du hast einen Bogen. Ja, klar. Oh, cool. Ja, lol, da macht er uns ja gar keine... Stimmt. Oh, ich habe so richtig viel Damage gemacht. Ja, also ich muss sagen, der Golem war wesentlich schlimmer. Greift uns an. Hallo. Oh, der ist ein Lieber. Oh nein, er ist nicht... Tschüss. Ich werde weggeschnetzelt, oder? Ja, was ist da los? Ach, das macht doch langsam keinen Spaß mehr. Der Golem hilft hier, aber der Golem hilft richtig gut. Schau mal, wie gut er hilft. Macht er das gut? Ja, der macht das sehr gut. Oh, man darf nicht vor ihm stehen. Denkst du, der wird weggeschnetzelt? Nö, aber ich schnetze gleich hier den Drachen weg. Wie steht's denn gerade mit dem... Oh. Weg.
Lol, das ging ja super aus. Oh, den Gullo hat richtig viel Damage gemacht. Ist der Cutie. Iron Ingots. Iron Ingots habe ich gerade nicht. Ich auch nicht. Hast du was? Iron Ore habe ich gerade. Okay, lass mal. Haben wir uns jemals in eine Insel runtergegraben? Nee. Nee, ne? Eventuell. Reicht denn eins? Wie meinst du? Reicht ach so, ein, ja, bestimmt. Beim anderen war es ja auch, dass ein Kobbel geräuscht hat. Hier ist ganz schön viel Clay. Nee, ich glaube, da ist nichts Gutes. Nee. Hast du ein Eisen oder brauchst du ein Eisen? Ich habe ein Eisensbrett gerade. Ach so, okay, super. Na gut, dann würde ich sagen, als letztes machen wir natürlich die Feuerinsel, oder? Dann geht es jetzt erstmal weiter zur Wasserinsel. Ist auch cool. Ich hole noch ein paar mehr. Ich würde mir doch danach vielleicht gern auch mal eine Eisenaxt machen. Oh, ja. Aua. Ich glaube, soweit ist es jetzt gekommen. Und wir haben wieder einen Diamant. Ein Diamant, sehr gut. Cool. Also ich habe wieder ein bisschen Wäre viel. Wäre jemand nicht runtergefallen, hätten wir jetzt schon mehr. Ach komm. Ich bin auch runtergefallen. Ich glaube, ich mache mir wirklich... Na, was machen wir denn jetzt? Wohin, Katja, wohin? Ja, einmal bitte zur Wasserinsel. Oh. Ich hole mir noch ein paar mehr Blöcke. Ich fange dann schon mal an. Ja. Denkst du, wir haben genügend Blöcke schon? Ja. Okay, dann... Wie viel brauchen wir? 20? 30? Gut, also ich habe noch mal... Guck mal, ich hab Holz auf jeden Fall. Ich habe auch viel Holz. Oh, sehr gut. Wir haben auch unsere Baumplantage. Wo ist dein Drache? Ist eine gute Frage. Ist er nicht mitgekommen? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn gezähmt. Dass er runtergefallen ist? Nee, sag das nicht. Der kann auch flattern. Das sieht aus wie ein Wither in der Wasserform. Oh nee. Okay, du bin bist gespannt. Jetzt dran. Okay, guck mal nach deinem Drachen. Drache. Der sieht ja schon fast aus wie ein Roboter. Das stimmt. Oh, wie cool der aber aussieht mit den roten Augen. Denkst ein Wassergolem. Okay, also es ist ein Wassergolem. Mit Golems hatten wir schlechte... Musste das sein? Entschuldigung. Oh nein. Wir können gleich rüber. Du kannst schon rüberspringen, wenn du möchtest. Okay, was macht der? Oh, guck mal, der geht Seifenblasen schießen. Ja, sympathisch. Damage? Okay, ja, die machen Damage. Aber wie mache ich dem Damage? Ah, Hilfe. Man muss ihn ja wirklich... Immer hinter ihm stehen. Ah, hinter ihm? Ja. Im Kreis laufen. Oh, guck mal, der macht aber hier 360 einfach. Ja, okay. Aber der ist doch auch... Komm, Golem, das schaffst du. Solange mein Golem nicht weggeschnitzt wird, ist alles gut. Der Erdgolem war bis jetzt der Stärkste. Der Erdgolem war heftig. Der hatte halt so heftige... Aua. Ja, Attacken, sag ich mal. Ja, das stimmt. Guck mal, wir sind doch gleich... Wir sind gleich fertig. Oh, lol, der... Was macht der denn? Ah! Wir haben ihn weggeschnetzelt. Und meiner ist aber noch sehr sauer auf dich. Ist sauer auf mich? Okay, warte mal. Ich kann mit Dirt ihn tamen. Oh. Ich habe keinen Dirt. Haben wir hier irgendwo Dirt? Au. Ey, jetzt wird ich weggeschnetzelt. Ah, von ich was? Ich habe auch Damage. Naja, so, Erde habe ich hier nicht. Ich habe hier gerade auch keine. Wir können Erde holen. Hab ihn getamed. Wie süß. Ey, doch, mir Damage. Das ist auch hier. Ja, ich bekomme hier auch Damage, komischerweise. Hoffe mal, kommt mit. Hallöchen, ich mache dir eine kleine... Nicht runter. Guck mal, hier kannst du hoch, auf der anderen Seite. Warte. Mein Drache kommt auch nicht mit, glaube ich. Ja, ich glaube, die können nicht so gut laufen, wenn ich ehrlich bin. Naja, vielleicht schafft er es ja trotzdem rüber, aber ansonsten, ich denke mal, wir werden einen Luftdrachen bekommen und einen Feuerdrachen. Und hier haben wir jeweils Golems bekommen. Dann gucken wir mal, dass wir uns fürs letzte Mal auf jeden Fall noch ein Diamantschwert holen. Ja. Also so ein bisschen ausgerüstet sind wir, du sehr. Ja, ich habe sehr viele Diamanten. Ja, ich habe nicht so viele dann noch gefunden. Also für hier eine Kopfbedeckung hat es jetzt nicht gereicht. So, dann würde ich sagen, ich habe ein paar Blöcke. Willst du auch weitermachen? Ja, ich habe auch ein paar Blöcke. Mein Wassergolem ist mit am Start. Mein Wir Drache haben ein Diamantschwert. Dein Drache ist dahinter. Ja, tatsächlich. Ah, cute. Okay, dann gucken wir uns mal den Die Feuerdrachen machen an. Ja, auch Damage. Ja, das sollte jetzt schon schnell gehen, würde ich sagen. Und wir sind wir da. Sind da würde cool ich sagen, aussieht. Der sieht richtig cool aus. Aber hier auf jeden Fall. Der fliegt auch. Okay. Er spielt Feuer, er spielt Feuer. Oh, wow. Ich weiß nicht ganz, wo ich bin. Ich habe ein bisschen Damage was bekommen. Da los? Es regnet. Es regnet sogar. Im Feuerelement. Ah. Ja, das ist sehr gegensprüchlich. Was ist das denn hier zusammen? Aber guck mal, mein Golem macht sein Bestes. Ich hab muss den Damage. Beintrache da, eigentlich. Der macht auch Damage. Aber der ist ein bisschen langsamer als wo meiner. Ist denn? Da, aber der versteckt sich. Ah, der spuckt da. Oh, jetzt ist, glaube ich, schwierig. Aber. Pass auf. Ich habe eineinhalb Herzen. Komm, bitte mach es. Und? Haben wir ihn? Und? Oder? Ja, wir haben ihn. Oh, sehr gut. Oh, wir haben ihn weggeschnitzt. Oh, süß.
Okay, warte mal. Ich will auch einen haben. Oh. Was braucht der? Er braucht Beef, einmal gekochtes Fleisch. Okay, dann holen wir das. Der guckt auch so ein bisschen böse, muss ich sagen. Ja. Na gut, wir gucken mal, dass wir das holen. Und das sollte reichen. Yay! Aus der Süß! Aber die Golems waren auch toll. Ja, guck mal, jetzt hast und du voll. Damit haben wir jeweils alle Elementinseln uns angesehen, haben eine gute Plattform, können hier ganz im Frieden leben. Und Epic, welches Elementierchen hat dir am besten gefallen? Luft oder Feuer? Ah, also bist du ein Drachentyp eher. Yeah. Und ja, also ich glaube, ohne irgendwas zu sagen, der Erdgolem war auf jeden Fall am stärksten. Mit Abstand am allerstärksten. Aber wir hatten Unterstützung von uns, ein kleiner Drachenspieler. Das stimmt. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.